Hallo Tayo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Tayos erste Fahrt. Am frühen Morgen haben sich die kleinen Busse versammelt. Was haben sie wohl vor? Wollt ihr was Lustiges sehen? Oh Mann! Oh, das kann doch jeder. Wirklich? Dann zeig es uns doch. Okay, ich zeig's euch. Du musst nur noch etwas üben, Rogi. Hä? Warum geht das denn nicht? Du dachtest wohl, das ist einfach. Press härter wie ich. Mann, bist du lustig. Was ist schon dabei? Hey, Kinder. Hä? Sito! Was machst du hier, Hana? Also, Sito wollte, dass ich ein Passagier für die Übung bin. Übung? Welche Übung? Heute lernt Tayo das Einsteigen der Passagiere an der Haltestelle. Wow! Toll! Ich freue mich! Ich zeig dir mal, wie das geht. Okay, dann zeig es uns doch mal, Rogi. Jawohl! Okay, fangen wir an. Okay. Ist es okay, wenn ich hier stehe? Aha. Schau mal, wie der tolle Rogi das macht. Ist doch viel cooler als deine Pupsvorführungen. Meine Güte. Willkommen im Bus. Und los geht's. Und wir sind da. Das war fantastisch, Rogi. Wie immer. Siehst du? So wird das gemacht. Das schaff ich. Das ist doch nicht schwer. Okay, Tayo. Versuch du es mal. Klar. Okay, sieht genau zu. Tayo! Du bist zu weit gefahren. Nein, Tayo. Rückwärts könntest du ein anderes Auto rammen. Jetzt öffne die Tür. Das ist sicher leicht. Ach du meine Güte. Das ist schwerer, als ich dachte. Geschafft! Ich steige ein. Tayo, du musst den Passagier willkommen heißen. Willkommen im Bus! Was war das? Du musst sie nicht genau nachahmen. So klinge ich nicht. Okay, jetzt sieh dich mal sorgfältig um und fahr los. Und los geht's! Tayo, du musst dich sorgfältig umsehen und langsam losfahren. Umsehen und langsam fahren. Oh, um Himmels Willen. Also, Sito, was meinst du? Ich denke, du brauchst ein bisschen mehr Übung. Wirklich? Oh. Tayo muss noch viel üben, bevor er so gut ist wie ich. Du warst doch genauso. Was? Wirklich? Ja. Oh, wo ist Tayo? Er sagte, er wird so lange üben, bis er besser wird. Wow, ich bin beeindruckt. Hana! Was ist das? Hana, mit mir stimmt etwas nicht. Ich muss zur Arbeit, aber mein Motor macht Schlapp. Wirklich? Kannst du ihn dir mal ansehen? Okay. Fahr langsam auf die Rampe. Das sieht gar nicht gut aus. Was stimmt nicht? Ich denke, er muss heute aussetzen. Dann muss wohl ein anderer Bus einspringen. Oh nein, ich muss bald los. Und du, Rogi? Ich auch. Was sollen wir tun? Ich bin mit dem Üben fertig. Das ist es. Tayo. Stimmt. Was ist denn los? Stimmt, wir haben Tayo. Aber Tayo ist noch nicht bereit. Er ist neu dabei, aber er macht bestimmt einen guten Job.
Wir haben wohl keine andere Wahl. Der Bus, der heute Dienst hat, ist kaputt. Und du musst für ihn einspringen. Was? Ich? Hals- und Beinbruch! Wir zählen auf dich, Tayo. Tayo, der kleine Bus. Tayo übernimmt also die Schicht. Wer hätte gedacht, dass ich so schnell auf der Straße bin? Das Wichtigste ist, auf die Passagiere Rücksicht zu nehmen und sei immer vorsichtig. Das wird gar nicht so einfach werden. Hä? Eine Haltestelle. Langsam und vorsichtig. Vorsicht, Vorsicht. Oh, was für ein Trödler. Na los, beweg dich. Nein, wieder verpasst. Öffne bitte die Tür. Oh ja, die Tür. Okay. Was stimmt denn nicht mit der Tür? Nein! Was ist denn los? Etwas stimmt hier nicht. Ich versuch's nochmal. Da! Puh. Können wir jetzt bitte losfahren? Ja! Oh, ich muss Sie begrüßen. Willkommen im Bus! So ein Tollpatsch. Der ist bestimmt neu. Ja. Okay, los geht's. Ich wollte das so gut machen. Oh je, vielleicht war es zu früh. Sito hat sich um Tayo gesorgt und ist ihm gefolgt. Er muss hier irgendwo sein. Oh, da ist er ja. Er sieht traurig aus. Ich sollte mit ihm reden. Ah, Sito! Was machst du denn hier? Psst! Wir dürfen nicht erwischt werden. Oh, du bist um Tayo besorgt. Oh, Tayo sieht mutlos aus. Lani, warum redest du nicht mit ihm? Gerne doch. Hoffentlich geht's bei der nächsten Haltestelle besser. Tayo! Oh, Lani! Wie läuft dein erster Tag im Job? Ich habe eine Menge Fehler gemacht. Hey, jeder macht Fehler. Ist schon okay. Ich fuhr direkt an der Haltestelle vorbei und konnte nicht mal die Tür öffnen. Was? Das ist alles? Ich war schlimmer. Ich kannte den Weg nicht und fuhr immer im Kreis herum. Ich hielt sogar an der falschen Haltestelle an. Oh, wo sind wir? Moment, das ist nicht die richtige Haltestelle. An meinem ersten Tag war ich eine Katastrophe. Du? Warst du wirklich so, Lani? Oh, du schlägst dich viel besser als ich. Bist du sicher? Natürlich. Jeder ist bei der ersten Fahrt nervös. Kopf hoch, Tayo. Bis später. Viel Glück. Danke, Lani. Okay. Du schaffst das. Oh, eine Haltestelle. Langsam und vorsichtig. Nicht schlecht. Der nächste bitte. Geschafft. Komm, steig ein. Ich will nicht im Bus fahren. Ich hab Angst. Du brauchst keine Angst zu haben, Schatz. Was soll ich tun? Steigen wir ein. Ach, Tayo. Hoffentlich läuft alles gut bei ihm. Sito! Hä? Oh, Rogi. Was machst du denn hier? Hä? Du kommst gerade recht. Sieh mal. Es ist Tayo. Ich muss etwas tun. Wie zeige ich ihm, dass er keine Angst haben muss? Oh, ich weiß es! Hallo, Kleine! Willst du was Lustiges sehen? Oh nein, was mache ich bloß? Vielleicht etwas lauter!
Hallo, Kleine. Guck mal. Er hat gelacht. Oh. Ja, es hat geklappt. Oh. Oh. Ups, das war ein Fehler. Dieser Bus ist so lustig. Mama, ich will den Bus fahren. Okay. Wow. Das war toll. Toot, toot. Echt toll. Okay, jetzt geht's los. Los geht's. Das war ungewöhnlich, aber es hat funktioniert. Tayo hatte einen schwierigen ersten Tag, aber er lernte, dass ein bisschen Mut viel erreichen kann. Nächstes Mal klappt's noch besser, Tayo. Gani, der Lehrer. Hana und die kleinen Busse unterhalten sich im Busdepot. Lehrer für einen Tag? Ja, er wird die Kindergartenklasse für einen Tag unterrichten. Ich sollte es machen, kann aber wegen meiner Arbeit nicht. Also muss es einer von euch stattdessen übernehmen. Was müssen wir dort tun? Ihr werdet andere Fahrzeuge treffen und ihnen eure täglichen Aufgaben erklären. Da wir alle Busse sind, müsst ihr ihnen unseren Arbeitsablauf zeigen. Wow, das klingt ja toll! Ich möchte es gern machen! Ich sollte es machen, weil ich sowas gut kann! Nein! Ihr könnt beide nicht, weil ihr arbeiten müsst. Ihr könnt nicht bei der Arbeit fehlen. Oh, Gani, wie wäre es mit dir? Du hast morgen frei, oder? Oh? Ja, aber ich habe nicht genug Selbstvertrauen. Du machst das sicher toll, Gani. Du arbeitest immer hart. Ja, ich komme mit, also mach dir keine Sorgen. Dann überlasse ich es dir, Gani. Du schaffst das schon, Gani. Versuch es einfach. Okay, ich werde es versuchen. Toll! Danke, Gani. Gani bekam die Aufgabe, Situs Lehrerstelle für einen Tag zu übernehmen. Am nächsten Morgen versammelten sich verschiedene Fahrzeuge als Tageslehrer. Ja, alle sind da. Oh, du wirst das toll machen. Ja. Die anderen Autos hier sind so prächtig. Entspann dich. Oh? Verhalte dich normal und sei du selbst. Okay. Hala! Juhu! Oh, passt auf, wo ihr hintretet. Okay! Schau mal, ein Feuerwehrauto! Und ein Polizeiauto! Oh, toll! Kinder, diese Servicefahrzeuge werden heute unsere Lehrer sein. Sagt mal alle Hallo! Hallo! Hallo, Kinder! Wir werden uns gut verstehen! Ich komme wieder, wenn der Unterricht vorbei ist. Okay, tschüss! Sollen wir mit dem Unterricht beginnen? Ja! Die Schwerlastwagen Poco und Max übernehmen die erste Stunde. Hallo, Schüler! Wir sind Schwerlastwagen. Wir bauen Gebäude. Die sind so groß! Wir zeigen euch unseren Job. Poco, bist du bereit? Fangen wir an! Los geht's! So schnell! Du bist dran, Max! Ja. Ja. Wow, er hat die ganze Erde mit einem Schwung bewegt. Du bist echt stark. Wir sind ziemlich stark, nicht wahr? Erstaunlich. Ob ich das wohl auch so gut machen kann wie sie? Jetzt gibt es die zweite Stunde mit Pat und Rookie. Hallo alle zusammen. Wisst ihr, was unsere Aufgabe ist? Ihr fangt Bösewichte. Du hast unser Haus für uns gefunden. Ihr habt recht. Wir helfen allen Fahrzeugen bei der Einhaltung der Verkehrsregeln, um Unfälle zu vermeiden. Seid ihr bereit? Hey, Speed! Ja. Das ist ein Verstoß. Fahren wir los, Pat. Oh? Hey, rotes Auto, halte sofort an! Oh nein, es ist die Polizei!
An einer roten Ampel musst du anhalten. Es ist gefährlich, weiterzufahren. Tut mir leid. Der Polizist hat den Bösewicht erwischt. Oh, der Polizist ist so toll. Oh, warum muss ich die Rolle des Bösewichts spielen? Danken wir Speed mit Applaus für die Vorführung. Ja! Ja! Oh, das war doch gar nichts. Sogar Pat und Rocky haben einen tollen Job gemacht. Jetzt sind Frank und Alice dran. Ich frage mich, was sie vorführen werden. Keine Sorge, Kids. Und hier. Wow! Das Hotel! Wir haben hier einen Notfallpatienten. Wir brauchen einen Krankenwagen. Hier komme ich ins Spiel. Bringen Sie die Patientin rein. Okay. Oh. Oh. Sie ist angeschnallt, Alles. Okay, dann fahre ich jetzt. Ist schon okay. Mir geht's gut. Alles, der Krankenwagen hier bringt Kranke und Verletzte ins Krankenhaus. Juhu! Ja, das ist sehr lieb. Garni, wie war mein Schauspiel? Das war fantastisch. Hä? Was ist los? Bist du krank? Nein, ich mache mir nur Sorgen. Worüber? Mein Job ist ja gar nicht so wichtig. Und nicht so interessant wie die anderen Autos. Die Kinder werden bestimmt enttäuscht sein. Garni, glaubst du das wirklich? Oh? Also, ich glaube, alles, was jeder von uns tut, ist notwendig. Von Feuerwehrautos, Schwerlastwagen, Polizeiautos, einschließlich dir, Garni. Wir sind alle gleich und von gleicher Bedeutung. Du beeindruckst mich immer. Du arbeitest so hart an allem. Danke, Hannah. Also Kopf hoch und los geht's. Ich glaube an dich, 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 Garni. Lachen ist immer gut. Okay, ich fühle mich motiviert und ermutigt. Und das habe ich dir zu verdanken. Ja, viel Glück, Garni. Der kleine Bus. Kinder, Garni wird euch zeigen, wie Busse ihren Lebensunterhalt verdienen. Also passt gut auf. Okay. Garni, bist du bereit? Ja. Genau so. Perfekt. Willkommen. Hallo, kleiner Bus. Ich muss an der nächsten Station aussteigen. Okay. Dann fahren wir jetzt los. Hä? Was? Was ist denn so besonders in der nächsten Station? Busse machen keinen Spaß. So langweilig. Oh nein, was ist los? Die Kinder sind enttäuscht. Hä? Garni? Das war doch die Haltestelle. Oh je. Was mache ich jetzt bloß? Ich muss rückwärts fahren. Garni, es ist gefährlich, rückwärts zu fahren. Alles in Ordnung, Hannah? Mir geht's gut. Kannst du die Tür öffnen? Ja. Oh nein, hier stimmt was nicht. Warum ist er so langweilig? Das sieht doch gar nicht so schwer aus. Wann geht's denn endlich los? Wir warten schon so lange. Oh, Garni. Oh, nein. Was sollen wir tun? Was ist das? Kinder! Oh, nein. Die Kleinen werden ja ganz nass. Oh, und jetzt? Also, ich glaube, alles, was jeder von uns tut, ist notwendig. Darum geht's. Das ist gar nicht gut. Hi, Hannah. Ja?
Ich kann die Kinder zum Kindergarten fahren. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist so kalt. Schnell, bevor ihr nass werdet. Oh, hallo, Gani. Kinder, steigt ein. Okay. Ich bringe euch zurück zum Kindergarten. Danke, Gani. Los geht's, Gani. Festhalten, wir fahren jetzt los. Bis bald, Gani. Tschüss. Es regnet so stark, ich kann kaum etwas sehen. Ah! Ich hab Angst! Oh? Hab keine Angst, ich mache das Licht an. Da! Oh. Hab keine Angst, wir sind ganz bald da, Kinder. Glücklicherweise ließ der Regen nach. Wir sind da! Juhu! Danke, Gani. Du bist bestimmt müde. Oh nein, schon okay. So etwas mache ich am besten. Gani! Oh? Vielen Dank. Ich denke, ein Bus zu sein ist das Beste. Ja, ich auch! Vielen Dank. Oh, seht mal, ein Regenbogen. Oh. Wow, der Regenbogen ist so schön. Wow. Hey, Hannah. Huh? Huh? Weißt du, ich bin so froh, dass ich ein Bus bin. Wirklich? Der Regenbogen ist so bunt. Nachdem er einen Tag lang Lehrer war, war Gani sehr stolz darauf, ein Bus zu sein. Tayos erster Tag im Schnee. Es ist ein kalter Wintertag in der Stadt. Heute ist es so kalt. Guten Morgen. Komm schon. Okay. Oh? Was ist das? Oh, das ist eine Schneekugel. Schneekugel? Was ist denn Schnee? Du weißt nicht, was Schnee ist? Nein. Tja, also, Schnee kommt im Winter und fällt vom Himmel. Genau so. Wow, es ist so schön. In echt ist er noch schöner. Oh, wirklich? Wow! Ich will es schneien sehen. Morgen wird es in dieser Gegend viel Schnee geben. Oh nein, es wird schneien. Ja. Letztes Jahr war es eine echte Qual, auf den glatten Straßen zu fahren. Und es gab viele Unfälle. Dieses Jahr müssen wir uns besser vorbereiten. Rubi! Rubi! Oh, hallo alle! Was machst du denn hier? Der Spielplatz war etwas schmutzig, also habe ich ihn mit Wasser gereinigt. Wow, Rubi, du bist ja so fleißig. Wenn du fertig bist, spielen wir. Tut mir leid, aber ich habe leider noch einiges zu reinigen. Wirklich? Das ist aber schade. Vielleicht nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sind wohl alleine hier. Vielleicht nur, weil es heute so kalt ist. Zu kalt? Dann schneit es vielleicht bald. Oh ja! Habt ihr denn schon mal Schnee gesehen? Nein. Ich habe ihn auch noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich habe gehört, dass es morgen schneien soll. Wirklich? Ein Fahrgast hat es mir gesagt. Juhu! Dann sehen wir endlich Schnee! Hurra! Wenn es also schneit, ist es für alle das erste Mal. Ja! Ich habe heute ein Mädchen mit einer Schneekugel gesehen. Die war so schön. Ich frage mich, wie Schnee in echt aussieht. Wenn es viel schneit, können wir Schneemänner bauen. Und wir können eine Schneeballschlacht machen. Die kleinen Busse können es kaum erwarten, dass es schneit. Hey, Leute!
Du scheinst dich über etwas zu freuen. Wir freuen uns so. Wir haben gehört, dass es morgen schneit. Wir freuen uns riesig. Ich weiß. Hannah möchte mit euch darüber reden. Hannah? Oh? Vielleicht hat sie etwas Lustiges für uns. Oh? Was ist das? Damit könnt ihr bei Schnee sicher auf der Straße fahren. Straßen sind gefährlich, wenn es schneit. Also braucht man Sicherheitsvorkehrungen. Das sind Schneeketten, damit ihr nicht rutscht. Und das ist ein Frostschutzmittel. Das sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Oh, das sieht gar nicht lustig aus. Das ist eine Spritze. Müssen wir die tragen? Sie sehen unbequem aus. Kinder, ihr müsst vorsichtig sein. Wenn ihr im Schnee ausrutscht, könnte es einen Unfall geben. Ihr braucht diese Sicherheitsvorkehrungen. Wie gesagt, wenn es morgen schneit, müsst ihr zur Werkstatt kommen. Okay? Okay. Okay. Ich dachte, Hannah hätte etwas Lustiges für den Schnee geplant. Aber sie wollte nur, dass wir Schneeketten tragen. Ja, aber wir fahren doch zum ersten Mal im Schnee. Ja, wir sollten besser vorsichtig sein. Ich hoffe trotzdem, dass es morgen schneit. Ja. Ja. Am folgenden Tag wachte Tayo später auf als sonst. Zeit aufzustehen! Oh, es hat nicht geschneit. Also sind wohl schon alle draußen. Da ich erst am Nachmittag arbeite, schaue ich am Spielplatz vorbei. Hier ist auch niemand. Was soll ich zuerst tun? Ha, ich hab's. Ich fahre mit der Rutsche. Puh, was war das denn? Oh, der Boden ist gefroren. Das war bestimmt das Wasser, mit dem Ruby gereinigt hat. Aber, das hat Spaß gemacht. Tragen. Hey, wo ist Tayo? Also, er sagte, er kann nicht kommen, weil er zu spät zur Arbeit kam. Hä? Das heißt, er kommt überhaupt nicht zur Werkstatt? Nein. Aber es schneit jetzt mehr. Ich hoffe, es geht ihm gut. Die Straßen sind nun mit Schnee bedeckt. Die Straßen werden rutschiger. Es wird
nicht über die Haltelinie. Das ist gefährlich. Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es ist so schwer anzuhalten, weil die Straßen rutschig sind. Ich muss vorsichtiger sein. Los! Was ist denn jetzt los? Das war aber knapp. Ich muss jetzt weiterfahren. Mein Motor will nicht starten. Ich hätte zur Werkstatt fahren sollen. Und ich hätte doch auf Hana hören sollen. Jemand muss mir helfen. Tayo. Oh? Bist du okay? Sieh zu. Wir haben uns alle Sorgen gemacht. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich wusste gar nicht, wie gefährlich Schnee sein kann. Schnee ist also nicht immer gut. Nein. Also gut, es wird spät. Gehen wir schlafen. Okay. Sie haben alle einen Schrecken bekommen. Ich glaube, sie sind mehr enttäuscht als verängstigt. Wir liebten den Schnee, als wir klein waren und hatten viel Spaß damit. Aber die Kids haben bisher nur schlechte Erfahrungen damit gemacht. Am nächsten Morgen. Ich dachte, Schnee würde Spaß machen. Aber jetzt will ich nicht mal mehr rausfahren. Und wir müssen jeden Morgen Schneeketten tragen. Ja, Schnee ist eine einzige Qual. Hey, Kids. Habt ihr eure Schneeketten an? Ja. Also los dann. Hanna wartet. Auf uns? Warum sind wir denn hier? Ich auch. Ein Schneemann! Gefällt er euch denn? Ja! Da ihr jetzt wisst, dass ihr im Schnee vorsichtig sein müsst, ist es Zeit, auch etwas Spaß damit zu haben. Seht euch das an. Seht ihr? Mit diesen Schneeketten rutsche ich nicht aus. Lasst uns Spaß haben! Ja! Mit ihren Sicherheitsvorkehrungen hatten die kleinen Busse viel Spaß und machten wunderbare Erfahrungen im Schnee.